Heil höchstpersönlich. Jetzt haben wir wieder Sound. Wunderbar. Christopher Heil neben mir vom Team MTW und wir haben es eben schon gehört. Christopher, du bist ja eine bekannte Hausnummer in Frankfurt, Lokalmatador, wie dich der Nick treffenderweise genannt hat. Treffenderweise? Ja, also erst seit Neuestem. Ich bin jetzt umgezogen. Ich habe vorher in der Nähe Fulda gewohnt und jetzt Obertshausen. Ich weiß nicht, ob das welche kennen hier. Ja. Oh, scheint schlecht zu sein. Naja. Ja, auf jeden Fall wohne ich jetzt ziemlich nah hier dran, ja. Das, was wir mitbekommen haben, und das haben auch einige Außenstehende mitbekommen, du hast dich beruflich etwas verändert. Man darf sagen, du hast deinen Einstieg in das fast aktive Berufsleben gefunden, indem du eine Ausbildung angetreten hast, richtig? Das stimmt, ja. Das stimmt. Das heißt, bevor du jetzt eine random Ausrede findest dafür, warum du heute möglicherweise schlecht spielen könntest, du bist im Moment ziemlich fleißig, wie ich gehört habe. Ja, ich bin gerade noch am Umziehen und eben die Arbeit, das reicht, da ist nicht viel Zeit für WC3. So, ich habe trotzdem versucht noch in 3 Minuten noch gegen Mio und Take. Ich hoffe jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Joke war mit Fire und SK, ich hoffe es war ein Joke. Ich weiß nicht, gibt es da eine offizielle Meldung? Also es ist offiziell wohl. Okay, dann hoffe ich mal, dass sie keine Replay-Server gegeben haben und ja. Das heißt, du hast dich vorbereitet, ein bisschen zumindest auf das Spiel. Wie sieht im Moment so dein Tagespensum an Training aus? Halbe Stunde pro Tag, geht das noch? Stunde? Ja, halbe Stunde bis eine Stunde ungefähr. Also 2-3 Games, dafür reicht es dann noch? Ja, aber nicht jeden Tag. Wie sieht es aus mit der Zukunft? Wird sich das wieder ein bisschen towards Warcraft 3 entwickeln, ein bisschen zugunsten von Warcraft? Oder glaubst du, dass sich deine Ausbildung da in Zukunft so einspannen wird, dass du sagst, ich sag vielleicht nach dieser Pro-Saison ist vorbei? Nee, also wenn ich mit dem Umzug fertig bin und da keinen Stress mehr habe, dann habe ich auch wieder mehr Zeit, dann klappt das. Ist das denn noch ausreichend, um sich für die Pro Series Finals möglicherweise noch in dieser Saison zu qualifizieren? Es wird jetzt sehr hart. Ich hätte nicht gegen Take verlieren sollen. Wenn ich jetzt noch zu den Finals kommen will, dann muss ich schon gegen Spell oder, keine Ahnung, Darwin oder sonst wen gewinnen, um dann noch eine Chance zu haben. Das wird sehr schwer. Was ist denn mit Darwin? Also Darwin ist ja offline immer wieder für Überraschungen gut. Was heißt für Überraschungen? Absoluter Favorit. Aber im Internet spielt er ja doch relativ schwach meistens. Hat auch nicht die beste Performance jetzt in der Pro Series in dieser Saison hingelegt. Er ist Ork, genauso wie du. Würdest du sagen, da besteht nicht doch eine Chance über ein Spiel im Internet? Also offline ist Darwin sehr, sehr stark, ja. Und online, keine Ahnung, angeblich irgendwas mit seinem Rechner, dass es da irgendwie ruckelt. Aber ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, aber... Ich habe keine Ahnung, warum er offline nicht so gut ist wie online. Schon seltsam irgendwie. Ja, andersrum. Kommen wir mal zum Thema Patch, kommen wir mal zum Thema 1.1.9. Da ist jetzt vor 3-4 Tagen der aktuellste Patch released worden. Es sind ja, früher habe ich ja, wenn ein Patch rausgekommen ist, da habe ich eine halbe Stunde Moderationszeit damit verbraucht, alles irgendwie abzulesen und erstmal vorzustellen. Diesmal hält sich das sehr in Grenzen. Die für euch relevanten Dinge sind, mal abgesehen von der Map, Echo Isle hat sich maßgeblich geändert. Da gibt es jetzt keine Fountain of Hells mehr. Es ist schwerer zu creepen anfangs außen auf der Map. Da gehen wir in der Moderation nochmal drauf ein. Aber das Wichtigste für dich, Human gegen Ork, die beiden Rassen. Beim Human wurden die Tower geschwächt. Ein Armor-Punkt weniger bei den Upgrades. Das heißt... War auch notwendig. War notwendig, haben viele vorher gesagt. Das heißt, es wird ein bisschen schwerer für den Human, sich einzubunkern. Beim Ork ist die Cooldown-Time von den Raidern, glaube ich, reduziert worden auf 12 Sekunden. Ja. Das heißt, nicht mehr ganz so brutal, dass man den gegnerischen Hero und die gegnerischen Einheiten mit dem Netz vernichten kann, mit dem Ensnare vernichten kann. Würdest du sagen, dass das jetzt was ändert im Spiel gegen den Human? Auf beiden Seiten ist ja ein bisschen geschwächt worden. Also für mich persönlich, ich habe Raider ziemlich selten genutzt gegen Human. Ich habe dann eher Shamans oder Wyverns und ich werde sie auch weiterhin nicht benutzen, von daher ändert sich für mich nicht so viel. Könnte vielleicht ein Vorteil sein, weil die Spiritwalker sind jetzt stärker geworden. Müssen wir mal überlegen, ob man statt Shamans jetzt die Spiritwalker benutzt. Aber es sieht nicht so aus, als hättest du da schon die richtige Strategie zusammengelegt, die sich vielleicht aus diesen neuen Änderungen ergibt. Nee. Noch gar nicht. Das heißt, erstmal versuchen, alte Strategie durchzuspielen, darauf hoffen, dass der Human seine Tower upgradet und vergessen hat, dass er keine Armor-Punkte mehr sammelt. Ja, ich bin gespannt, wie es auf Echo ausgehen wird, weil ohne Fountains ist die Map total anders und durch die Fountains war Ork eben ziemlich stark bevorteiligt und der Vorteil ist jetzt nun weg. Nur ich habe von Mio immer gehört, dass man Lightning Shield direkt im Marketplace kaufen kann, aber ich habe es noch nicht so ausprobiert, aber... Wenn das gehen wird, wäre natürlich schlecht. Bin ich ziemlich gespannt. Das Spiel gegen Firefly ist Favorit in dieser Saison. Hättest du damit gerechnet? Ja, also er war vor der Saison, hat er schon ordentlich trainiert und es war klar, dass er irgendwann zu den Top-Spielern von Deutschland aufsteigen wird. Und diese Saison ist eine Saison, würde ich sagen. Auch wenn es zum Sieg meiner Meinung nach nicht ganz reichen werden. Da wären Mio, Spell und vielleicht Darwin, wenn er es schafft, schon noch ein Wörtchen mit drin zu haben. Ich glaube, das sollte reichen. Liebe Zuschauer, das war Christopher Heil. Einen kleinen Applaus bekomme ich noch für einen Lokalmatador aus Frankfurt, der hier gleich gegen unseren Feuer vom Team SK spielen wird. Viel Glück wünsche ich dir, viel Spaß. Danke. Und bis gleich.
Oh, da sind wir schon wieder. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendein toller, schicker Trailer oder sowas. Und da sind wir direkt wieder im Screen. Neben mir der einzigartige Frosch, der bei uns ja in der Warcraft 3 Moderation mittlerweile ein, ich sag mal, ein geübtes Bild abgibt. Ja, guten Abend. Ich freue mich wie Feier immer wieder auf dem Friday Night Game zu sein. Und ja, langsam wird es auch voller und ich denke, wir haben ein spannendes Spiel auch. Spannendes Spiel für dich aus der Perspektive Ork oder Human zu sehen. Was meinst du, wer gewinnt hier heute Abend? Ja, ich halte Ork gegen Human immer noch für eines der ausgeglichensten Matchups, auch wenn viele sagen, Ork ist stark bevorteilt. Ich halte Human für ebenbürtig mit Sorceress, mit Slow und so weiter und ich denke, es ist knapp, weil auch der Skill von den Spielern ungefähr auf einem Level ist. Was denkst du durch die aktuellen Änderungen, durch den Patch? Hat sich da was zugunsten von irgendjemandem geändert oder hält sich das die Waage? Ich glaube, im Matchup Ork gegen Human, was wir ja heute haben, hat sich nicht wirklich viel verändert. Da gibt es andere Matchups, wo sich vielleicht deutlich was verändert hat. Human gegen Undead, die Tower, aber gegen Ork waren die ja nicht so beliebt. Und deswegen glaube ich, hat sich in dem Matchup nicht so viel verändert. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns mal an, was unsere Zuschauer zu sagen haben in Sachen Favorit dieses Matchups. Und dazu schauen wir wie immer auf BetOG, die Plattform, wenn es um Wetten für E-Sports geht. Und auf der Website suchen wir jetzt hier nach diesem Spiel. Das ist Taker gegen Fire.de, das sehen wir genau hier. Und BetOG sagt uns, dass wir eine Tendenz zugunsten von Fire haben. Aber ganz interessant hier zu sehen, 10 Leute haben auf Fire gewettet, allerdings mit etwas weniger Geld als die Leute, die auf Taker gesetzt haben. Weniger Leute auf Taker gesetzt, dafür aber mit mehr Geld. Von daher kommt hier die gleiche Quote zum Schluss dabei raus. Aber was kann man daraus ableiten? Die Leute, die an Taker glauben, glauben wirklich stark dran. Die Leute, die an Fire glauben, kennen ihn vielleicht noch nicht richtig und haben also gesagt, ja, als Favorit, dann wird das schon gewinnen und haben mal ein bisschen was beigegeben. Ja, ich denke, die Leute, die auf Taker setzen, setzen vielleicht noch aus der großen Tradition von Taker, sage ich mal, noch auf ihn. Klar, man sollte das nicht unterschätzen, Erfahrung spielt eine große Rolle bei Warcraft 3. Die Leute, die auf Fire setzen, haben halt die wirklich starken Auftritte von Fire in den letzten Tagen, Wochen gesehen. Und ja, ich denke, man kann beide Tendenzen vertreten auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir irgendwelche Tendenzen hier theoretisch vertreten, gehen wir rüber ins Spiel. Und dort heißt die erste Map Turtle Rock. Und dazu frage ich jetzt mal, ob die Spieler ready sind. Player Sheets höre ich gerade. Gute Idee. Unser Aufnahmeleiter, wie immer, ganz fixes Köpfchen. Er rennt hier vor der Bühne rum und hat uns wieder die wichtigsten Sachen nicht vorenthalten. Player Sheets, das heißt, wir gehen mal kurz rüber in den Game Room und schauen uns an, wie die Spieler dort aufgestellt sind. Und hier sehen wir Fire, zu Deutsch Feuer. Ja, viele nennen ihn ja witzigerweise der Feuer. Ja, ist ja auch ganz witzig, oder? Ja, ich lache mich kaputt. Ja, fand ich auch spitze. Ja, 19 Jahre ist er alt, aus Leinach, Andrew Regendanz. Da kann man auch lustige Wortspielchen betreiben, wenn man will, lassen wir aber an der Stelle. Und spielt auf einer Logitech MX 300 mit einem Funk First Surface 1030. Das ist Feuer vom Team SK. Und auf der anderen Seite, wie eben auch schon mal kurz gesehen, Taker im Vorinterview gewesen und Christopher Heil vom Team, was, DKH? Nein, das ist ja das falsch. Wird dann wohl eine Fehlinformation sein. Ja, der Taker freut sich auch drüber, hat auch schon witzigere Sachen gesehen. Ja, ist nicht vom Team DKH, da hat unsere Redaktion ein bisschen geschlafen. Der ist vom Team MTW aus Neuhof, 21 Jahre. Ich frage mich, was der Kameramann gerade für Witze macht, dass der Taker so gut drauf ist gerade. Ne? Der war doch eben gar nicht so gut drauf. Ja, der Kameramann scheint ein Spaßvogel zu sein. Ich weiß nicht, wer da jetzt steht, aber
Schönes Ding. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter auf die spaßvolle Qualität unserer Kameramänner warten, legen wir los mit dem Match hier. Human gegen Orc und wir drücken auf den Start-Button. Beide Spieler sind ready. Turtle Rock wird gespielt und wir haben es eben gehört, der Patch hat keine wirklich signifikanten Änderungen gebracht in diesem Lineup. Ist deine Prognose? Ich denke auch, weil wir haben eins eben vernachlässigt in der Anmoderation, die Bad Rider sind auch geschwächt worden. Die haben weniger Hitpoints, 325 anstatt 400 Hitpoints und die sind ja meistens so ein bisschen im Air-Unit gegen Tower-Kampf mit dabei gewesen. Von daher, da ist schon eine gewisse Ausgleich mit dabei. Ja gut, bei Batridern würde ich sagen, macht das wirklich nicht so viel aus, die Hitpoint-Veränderung, weil Batrider brauchen im Grunde ja gar keine Hitpoints. Die werden ja sowieso meist sofort detonated im Kampf gegen Air zumindest. Naja, ich finde da jetzt schon, dass das was ausmacht, aber das mag jetzt eine andere Diskussion sein. Trotzdem danke für deine Meinung an der Stelle. Wir schalten rüber auf Turtle Rock, würde ich sagen, denn hier haben wir eine Aufstellung, 11 Uhr Position in roter Farbe, MTW, ATI, Taker und unten auf der 5 Uhr Position ist es Fire vom Team SK und der fängt natürlich an mit der üblichen Bauweise. Wir sehen hier natürlich bei ihm die Barracks und den Altar of Kings und eine erste Farm, die zweite kommt gleich hinterher. Auf der anderen Seite sehen wir sehr, sehr früh schon die Barracks, das heißt kein Fast Tech, obwohl auf Turtle Rock, wenn man früh scoutet, sich sowas ja anbieten könnte für den Ork. Ja, also die Positionen sind weit voneinander entfernt. Da kann man eigentlich relativ gefahrlos noch taken. Aber was mir auch noch eingefallen ist zum Patch, der in dem Matchup jetzt vielleicht doch ein bisschen was ausmachen könnte. Die Map Turtle Rock, da wurde ein bisschen was verändert. Diese Durchgänge wurden breiter gemacht vor der Base und auch hier die Chokes zur Mitte von der Insel. Und das macht insofern einen Unterschied, dass jetzt man eben mit den Melee-Einheiten vom Ork ist einfacher zu kämpfen gegen die Distanzeinheiten vom Human, gegen die Fernkämpfer. Rifleman zum Beispiel. Eben, zum Beispiel Rifleman. Und deswegen lohnt es sich vielleicht doch eher jetzt auch auf Grunts zu setzen. Ja, also das auch ein kleines Feintuning. Wir haben auf Lost Temple zum Beispiel, da haben sie auch ein bisschen getuned, da haben sie irgendwie ein bisschen mehr Bäume hingesetzt, damit auch jede Rasse gleich schnell Holz abernten kann. Da gab es wohl unterschiedliche Laufwege bei den Rassen. Auch das hat dann zu etwas mehr Balance beigetragen. Und bei Lost Temple, ich meine, hallo, das ist ja der Klassiker. Wer hätte gedacht, dass sie da nochmal tunen? Aber auch dort ist Hand angelegt worden. Hier zumindest mal der Farseer jetzt. Auf Seiten von Taker, auf der anderen Seite ist es der Archmage bei seinem Gegenspieler. Feuer vom Team SK und der hat bereits gescoutet, genauso wie sein Gegenspieler mit diesem Pien. Ich denke, da wird jetzt erstmal gecreept auf Seiten des Human. Der Ork dagegen schickt direkt den Farseer in Richtung Human Base, macht sich auf den Weg, sprintet rüber. Hier wird gecreept mit einem Ward Elemental. Miliz wird bis jetzt noch nicht mit eingesetzt. Da verlässt sich Fire ganz auf sein Ward Elemental, nimmt sich sofort das Item hier weg. Das waren einmal Gauntlet zu Focus Strength für ihn. Und hier kommt auch schon der Farseer. Der erste Grunt läuft hinterher. Schauen wir mal kurz in seine Base. 255 Gold, 156 Holz. Da wird gleich der Tag folgen. Jetzt zumindest erstmal der erste Harris geht sofort auf den Archmage hier mit seinen Wölfen hinterher. Jetzt die Footies, drei Stück an der Zahl hinter dem Farseer. Der wird sofort angegangen hier, verliert Hitpoints. Genauso wie der Archmage, der sich jetzt langsam zurückziehen sollte. Kickt hier den ersten Wolf. Das müsste etwas mehr Experience für ihn sein. Da kommt der letzte Schuss und wieder ein wenig mehr Experience für ihn. Die Milizen, die er mit rausgenommen hat, zieht er zurück. Geht immer wieder auf den Farseer, das ist richtig so. Farseer hat 60% Hitpoints noch, Archmage zieht sich zurück in seine Base, der Arcane Tower wohlgemerkt noch nicht ausgebaut. Wird er den noch ausbauen? Nochmal Miliz mit rausgezogen, hinterher nochmal auf den Farseer, der hat noch 50% Hitpoints, der wird hier noch nicht etwas rounden. Wird das erste Round und Taker kommt noch irgendwie einmal raus. Das war knapp, schönes Ding hier von Fire, gut reagiert. Das hätte in die Hose gehen können hier für seinen Gegenspieler. Der setzt an zu einem neuen Go jetzt hier. Wieder zwei Wölfe down. Das ist gleich schon Level 2 hier. Alleine durch die Wölfe. Fast Level 2 hier. Durch die vier Wölfe, die er mittlerweile gekickt hat. Immer wieder mit Miliz und Footies. Und nochmal setzt er zum Surround an. Aber der Farseer ist wieder schnell genug. Kassiert aber immer wieder Hitpoints hier von den Melee-Units vom Human-Spieler. Und so geht dieser Harris hier bis jetzt zumindest noch überhaupt nicht aus. Also ich habe noch keine einzige Einheit von Feuer fallen sehen. Ja, nee, der Harris ist jetzt gar nichts. Eher für Fire gut. Er sammelt immer fleißig XP durch die Wölfe, macht das richtig. Geht direkt auf die Wölfe. Farseer hat noch überhaupt keine Experience Points, während der Archmage jetzt durch den Wolf Level 2 erreicht. Also, das sieht sehr gut aus, was Fire bis jetzt macht. Ja, und nochmal der Go jetzt hier immer wieder hinterher, hinter dem Archmage. Das ist der dritte Grunt, der mittlerweile mit zusammen ist. Surround-Versuch gegen einen Grunt und das müsste diesmal klappen. Aber auch da reicht es nicht. Und Taker findet nochmal den Weg raus. Aber dieser Grunt bleibt jetzt hier stehen. Warum? Sollte ihn zurückziehen. Währenddessen verfolgt er den Archmage. Der ist allerdings noch gut aufgestellt. Harträumer, 50% Hitpoints. Und so bringt auch Taker seine Einheiten raus. Ja, und alleine mit den Wölfen hat er es auf Level 2 geschafft. Kein einziger Grunt hier von Taker down. Ich würde sagen, schönes Damezzo hier anfangs, ein schönes Aufspiel hier von Fire.
er sich hier keine einzige Blöße gegeben hat. Und in seiner Base, der Tier 2 Tag, 60% abgeschlossen. Eine Lumbermill wird hier gebaut. Hat hier einen Footy geparkt, der wird gleich hier geheilt. Und jetzt kommt es schon wieder zur nächsten Begegnung. Es sind Footies gegen Grunts. Diesmal sieht es etwas schlechter aus. Der Artmatch steht noch abseits, kommt jetzt endlich mit dazu. Ein Footy rechtzeitig mit zurückgezogen. Aber diesmal geht er nicht auf den Farseer, sondern wiederum auf die Wölfe, um weitere Experience zu bekommen. Erster Wolf ist down, hinterher vier Footies, die jetzt aber wieder den Farseer behaken könnten. Machen sie auch in dieser Sekunde. Farseer ändert seine Richtung. Drei Grunts dafür hinterher, hinter dem Artmatch. Aber auch das wird nichts mehr bringen. Arcane Tower steht, ein Scout Tower wird hier aufgebaut, vielleicht um gegen die Windrider gleich vorzugehen. Schauen wir mal kurz in Richtung gegen Rescher Base. Der Tag ist abgeschlossen, 550 Gold und hier kommt auch schon ein Bestiary hinterher und ein zweites, also das werden Mass Wyvern werden. Ja, sieht auf jeden Fall nach Wyvern aus, zwei Bestiaries. Das macht man normalerweise nicht, wenn man auf Raider geht und ja, da hat Fire den Tower zurechtgesetzt. Aber Taker bleibt immer noch in der Offensive und das heißt natürlich auch für den Human, der hat seinen Tag jetzt abgeschlossen. Hier sehen wir wahrscheinlich gleich, na, wo bleibt der Second Hero? Oh, Nachlässigkeit hier von Fire, da fehlt eine Farm. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Trotzdem kommt aber jetzt hier der Beastmaster als Second Hero, aber trotzdem kann er derzeit mit 35 und 36 Versorgung keine Einheiten nachproduzieren. Beastmaster jetzt hier etwas in der Klemme zwischen den Grunts, wird sofort angegangen, hat aber genügend Hitpoints, um hier nicht in Gefahr zu geraten. Taker dagegen sollte aufpassen mit seinem Farseer, denn er ist nur noch mit 160 Hitpoints unterwegs. Wieder geht's auf den Beastmaster, der geht runter jetzt auf 92 Hitpoints und ist das hier ein Surround? Da geht er auf jeden Fall nicht raus. Es scheint ein Surround zu sein, blockt sich mit seinen eigenen Einheiten. Der Beastmaster bekommt den Townport und nein, er fällt. Beastmaster ist down. Schönes Ding hier von Taker. Der zieht seinen Farseer jetzt zurück und verliert hier noch nicht mal den letzten Grunt. Also, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass er da hier nochmal zurückkommt ins Spiel so früh hier, dass er dort den Beastmaster ausschalten kann. Auch dumm gemacht von Fire hier an dieser Stelle, muss ich sagen. Sehr nachlässig gespielt. Das hätte nicht sein müssen. Nee, da hat er einfach mal nicht aufgepasst. Den hätte er auf jeden Fall eigentlich da rausbekommen können, die Wölfe angreifen oder sonst was. Takers Farseer selber war unter 100 Hitpoints, da hätte man auch mehr Druck drauf ausüben können. Ja, der heilt jetzt erstmal die eigenen Einheiten. Ich weiß nicht, ob da ein Grunt down gegangen ist. Ich sehe im Moment drei Grunts, da wird ein Grunt gefallen sein. Einer ist im Surround down gegangen, ein Grunt. Jetzt kommen hier jede Menge Windrider. Das sieht natürlich jetzt der Human-Spieler, der hat im Moment nur Quillbeasts dagegen. Da kommen die ersten zwei Windrider. Quillbeasts und der Archmage jetzt hier auf die Windrider ziehen sich zurück. Ein Pien wird in Sicherheit gebracht. Direkt die ersten Pien in die Burrows und der Human-Spieler hinterher. Jetzt hier hinter dem Farseer, der sich hier gerade versucht zu heilen, inklusive seiner Grunts. Wird er auch schaffen, wenn er hier nicht dumm rumsteht. Und er blockt sich mit seinen eigenen Einheiten. Da kommt der erste Schlagheilungsprozess abgebrochen bei einem Grunt. Der Farseer bringt sich neu in Position. Wo bleibt der Second Hero? Hier kommt der Beastmaster erneut von der anderen Seite. Diesmal Second Hero für Taker vermissen wir bis jetzt. Wo ist der denn? Spielt ohne Second Hero, nur mit Windrider. Das heißt, da kommen gleich eine ganze Menge und auf der anderen Seite, bis auf die Summonings im Moment noch keine weiteren Einheiten gegen die Air Units und da muss der Beastmaster erneut flüchten. Einige Footies hier im roten Bereich, da könnte er gleich abgreifen, hinterher mit den Air-Units hinter dem Human-Spieler. Der hat hier nochmal ein Pässen zur Sicherheit mitgenommen, aus mir unverständlichen Gründen. Ein Footie ist down und schauen wir nochmal kurz in die Orc-Base. Er nimmt tatsächlich keinen Second Hero. Oder kommt er jetzt neutral? Ja, nee, ist eigentlich eine recht übliche Strategie, wenn man zwei Beastrays mit Wyvern baut, um dann wirklich schnell eine große Anzahl an Windridern zu haben, baut man eben keinen Second Hero. Vielleicht legt man später noch einen nach. Ja, auf jeden Fall sind es jetzt bei Fire Mass Caster dagegen. Das heißt, jede Menge Sorceress. Und da ist auch bereits der erste Windrider geslowed. Kommt er dann nochmal raus, wird nochmal rauskommen. Ein Quillbeast hinterher gesammelt. Aber das könnte wieder ein Surround geben gegen den Beastmaster. Der ist hier ziemlich weit vorne drin im Kampf. Level 1 noch. Jetzt kommen von der Seite wieder vier Windrider. Das ist schon eine Menge, die er hier zusammen hat. Und zwei weitere kommen von oben nachgeflogen. Der Farseer endlich Level 2 nutzt sofort sein Chainlighting hier gegen die Human Units. Und da ist die erste Sorceress down. Eine einzige Sorceress ist noch mit dem Spiel. Zwei Water Elemental hier gegen die gegnerischen Air Units. Und der Archmage wird jetzt hier fast gefokust. Zunächst mal auf die Sorceress. Noch kein einziger Windrider down. Also schön, was hier Moment Taker macht. Kommt noch mal aus dem möglichen Surround hier raus und konzentriert sich jetzt hier auf den Archmage. Der ist runter auf 50% Hitpoints, blockt sich mit seinen eigenen Water Elements. Das sieht gut aus hier im Go gegen den Archmage. Der kommt raus mit 70 Hitpoints, nutzt das Town Portal. Schönes Ding hier von Taker. Die Windrider fliegen einmal drumrum, kommen, bekommen sie an den Archmage ran. Müssten sie drankommen, stellen sich vorne auf nochmal, kauft sich rechtzeitig eine Healing Potion und jetzt kann sich Taker zurückziehen. Aber schön gespielt hier von ihm. Sehr, sehr schön gemacht. Jetzt geht's hier auf den Arcane Tower. Er lässt nicht locker. Ja, gut, die Weibern genutzt. Immer über dem Wald geblieben, sodass Taker mit seinen Summons und mit dem Slaughter eigentlich gar nicht rankommen konnte. Ja, gut, aber von Fire schön auch nochmal den Archmage gerettet, schnell reagiert, schnell die Potion genutzt. Aber war verdammt teuer, rechne das mal zusammen. Der hat die Potion für 100 Gold, kostet die nochmal, oder 150? 150 Gold. 150 plus 350 Townportal sind 500 Gold. Ich weiß nicht, ob er in der Defense da nicht besser den Archmage hätte fallen lassen und ihn hätte revived. Das hätte nur 150 Gold gekostet bei Level 2. Also, das war wirklich teuer und das wird Taker noch zugutekommen. Der hat jetzt Level 3 erreicht, hat einen einzigen Windrider eben nur verloren bei diesem Go. Hier kommt schon der nächste nach, wird sofort geslowed. Auf der anderen Seite ist die einzige Sorceress, die da war,
jetzt gefallen. Es ist nur der Beastmaster mit seinen Summonings und der Archmage mit Summonings, die hier Druck machen können. Sonst ist da gar nichts gegen die gegnerischen Air-Units und ich sehe auch keine Riflemen. Ich sehe nur Footies, die hier nachkommen. Und da geht's direkt wieder gegen die Caster. Die nächste Sorceress ist down. Das ist immer wieder Experience für Taker. Für den sieht das hier nach einem leichten Spiel jetzt langsam aus. Zieht sich nochmal zurück. Der Farseer kommt wieder hinterher und es werden immer mehr Windrider, immer mehr Air-Units. Level 2 jetzt hier für den Beastmaster. Ja, ich bin überrascht, wie gut Taker seine Weibern einsetzt. Also, sonst war er immer eher der Orkspieler, der mit Weibern überhaupt nicht umgehen konnte. Da hat er anscheinend doch geübt. Hat er vorher gesagt, er hätte nicht so viel gespielt. Und immer noch fällt kein einziger Windrider hier hinterher, jetzt hinter dem Beastmaster. Und der hat kein Townportal. Auch der Archmage hat kein Townportal mehr. Macht Taker jetzt hier Go. Er ist hinterher, hinter dem Beastmaster. Der zieht sich in die Tower zurück. 3-4 Schüsse müssen reichen. Nochmal kurz auf eine Sorceress. Da geht da kein zu großes Risiko ein. Da kann er sich wohl auch nochmal einen Footman abgreifen. Verzichtet er noch eher drauf hier zunächst. Hat dann auch Healing Selves dabei. Nichts mit an Bord derzeit. Genügend Mana auch nicht für den Farseer. Der hat gerade nochmal 2 Wölfe casten können. Und jetzt geht er auf den Altar of Storms hier, auf den Altar of Kings. Und er hat hier 70 Hitpoints noch, 50% Hitpoints sind's noch. Und der Human-Spieler traut sich nicht recht nach vorne. Wir sehen den ersten Rifleman, 2 Riflemen, keine einzige Sorceress. Er stellt komplett um auf Rifleman jetzt, verzichtet auf die schwachen Sorceress. Der Altar of Kings ist down und Taker geht nochmal in die Offensive. Zuerst das Quillbeast, immer noch kein Windrider down. Alle sind angeschlagen. Großes, hohes Risiko geht er hier ein. Da müsste gleich der erste fallen. Zieht 2 zurück, aber es sind insgesamt 8-9 Windrider, die er mit dabei hat. Jetzt Focus Fire auf den Beastmaster und der müsste fallen. Beastmaster fällt. Schönes Ding. Level 4 der Farseer. Ein Windrider jetzt down. Bei diesem gesamten Go jetzt der erste Windrider gefallen und Taker bleibt in der Offensive. Der haut überhaupt nicht mehr ab. Fire hat die ganze, der hat die Map noch gar nicht gesehen, kann man ja quasi sagen. Ja, Fire, ich glaube, es sieht für mich eindeutig aus, als wenn Fire Taker unterschätzt hat, nach dem Early Game, wo er auch wirklich sich gut angestellt hat, der Fire, wo er nichts verloren hat, wo er Level 2 war, wo Taker noch gar keine Experience hat. Danach hat der Taker einfach unterschätzt und der hat es perfekt ausgenutzt. Der Farseer mit 68 Mana im Moment. Kurz auf den Archmage, der nächste Rifleman. Immer wieder werden Einheiten gebounced, aber jetzt gehen die sehr in die Offensive, die Windrider. Der Rifleman ist down. Wie viel Versorgung? 28 Versorgung. Auf der anderen Seite 57. Jetzt nochmal auf den Archmage. Wie soll denn der zum Shop durchkommen? Das kann er nicht schaffen. Focus Fire, jetzt gibt er alles. Jetzt will er den Archmage haben und er wird ihn bekommen und kein Altar of Kings mehr da. Archmage ist down. Und Fire gibt immer noch nicht auf. Er gibt immer noch nicht auf, aber er kann seine Heroes, hier wird gerade im Powerbuild-Verfahren der Altar of Kings wieder hochgezogen, aber das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, das Spiel ist gelaufen, aber Fire gibt nicht auf. Vielleicht können wir noch mal kurz drüber schalten in den Game Room, haben wir den Fire da irgendwo in Reichweite? Hier sehen wir nochmal im Bild und ja, da guckt er jetzt, der guckt ja immer identisch, ja, der ändert seine Mimik ja nie, aber man kann ja nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein Schmunzeln da hätte oder sowas. Ich glaube, der ist doch eingeschüchtert ein bisschen von dem, was da jetzt passiert ist. Ja, auf jeden Fall, weil ich bin wirklich auch selber überrascht, wie gut Taker hier auftritt. Macht für mich gar keine Fehler jetzt, nachdem er im Early Game ein bisschen nachlässig war und lässt Fire überhaupt keine Chance mehr ins Spiel zu kommen. Nee, hier geht jetzt wirklich gar nichts mehr. Das sind jetzt noch 21 Versorgungen. Normalerweise ist unser Spezialtheoretiker, und man darf Fire ja durchaus als Theoretiker bezeichnen, der ist ja so ein Mensch, der viel mit vorher Planung arbeitet. Aber normalerweise müsste man sagen, er müsste doch wirklich erkannt haben, dass das Spiel vorbei ist. Nein, ich denke, er weiß auch, dass er da nichts mehr machen kann. Warum jetzt. Er jetzt noch im Spiel bleibt, gut. Ich kann es mir nur so erklären, es ist sein erstes Spiel für sein neues Team und vielleicht ist es ihm auch wirklich unangenehm, wie er da gerade vorgeführt also wird. Also es gibt jetzt noch eins, was sich geändert hat bei Fire, nämlich, dass er Defend für die Footies erforscht hat und damit jetzt nochmal versucht, gegen die Windrider was auszurichten, aber auch das klappt nicht, denn die Level 3, jetzt Level 6 für den Farseer. Ein Applaus, liebe Zuschauer! Das hätte ich nicht gedacht von unserem Taker, aber wie so oft ist es ja der Heimvorteil eines Spielers, oder? Also ich glaube, der hat so ein bisschen Motivation auch gehabt, weil das hier ist ja seine Heimatstadt. Ja, das denke ich auch. Er will auf jeden Fall nochmal zeigen, dass er vielleicht nicht so schlecht drauf ist, wie viele ihn einschätzen. Also hat er eindeutig bewiesen, dass man ihn nicht abschreiben darf. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die zweite Map. Wir machen ein kurzes Interview gleich im Game Room mit natürlich wem anders als Feuer vom Team SK. Alexander Albrecht, bitte. So, ich hoffe, ich bin drauf. Ich denke, ich bin drauf. Jawohl, neben mir Fire. War klar, dass ich mir den schnappen musste, denn er hat mir vorher noch gesagt, ach, das wird ein 2-0 mit einem, ja, mit einem Lächeln am Gesicht. Wir haben vorhin vermutet, hast du den Taker ein bisschen unterschätzt zu Beginn der Map? Nee, nicht wirklich. Also am Anfang lief es ziemlich gut für mich. Also ich habe keinen Unit verloren und er hat einen Grunt verloren. Und dann du bist gleich Level 2 geworden durch die Wölfe? Genau, ich bin gleich Level 2 geworden, bevor er überhaupt irgendwelche Experience Points hatte. Oh, dann habe ich den Beastmaster verloren, ein bisschen unkonzentriert gespielt, zu viele Caster verloren und insgesamt halt
am Schluss dann ein bisschen schlecht gespielt. Ja, der Taker, der hat eben ganz ehrfürchtig gefragt, das war ein Scherz, oder? Der ist nicht bei SK. Vielleicht so ein bisschen, weißt du, die Knie noch ein bisschen zittriger. Ist das ein bisschen ein Druck, der jetzt auf dir lastet, weil du jetzt warst ja ohne Clan lange Zeit und jetzt wieder bei SK? Ein bisschen, aber nicht viel. Also nicht wirklich, ist kein Grund, dass ich jetzt schlechter spiele als sonst. Also wäre eine schlechte Ausrede dann. Müsst ihr eigentlich besser spielen durch die Motivation, weil du hast Humans wie Mio zum Beispiel bei dir im Team. Hast du von dir im Vorfeld ein bisschen was abgeschaut von ihm oder mit ihm geredet zumindest? Nee, also über Spielen überhaupt nicht mit ihm geredet, nur ein bisschen über SK, ansonsten über Spiel heute gar nicht. Okay, es wäre ein schlechter Einstand, wenn du hier verlieren würdest. Du musst jetzt zwei Maps in Folge gewinnen. Traust du dir das zu von deiner Tagesform her? Ich denke schon, dass ich noch gewinnen kann. Also er war nicht so überlegen. Jetzt sah vielleicht überlegen aus am Schluss, weil sein Farseer Level 5 war, während ich noch Level 3 war. Aber ansonsten, ich denke, dass ich es noch gewinnen kann. Okay, wir wollen natürlich die Daumen drücken, ganz einfach, weil wir drei Maps sehen wollen. Nichts gegen dich, Taker, war ein gutes Spiel von dir. Aber drei Maps sollen es dann doch schon sein, egal wer am Ende gewinnt. So, vom Bauchgefühl her wird es reichen? Ja, denke ich. Das ist eine Aussage. Wir gehen kurz ab wieder an den Jens. Ja, danke schön, Alexander Albrecht, mit einem interessanten Interview. Also muss sagen, maßlose Selbstüberschätzung von Fire. Der ist durch seine 6 Siege ohne Niederlage, ungeschlagen in der EPS, hat ein bisschen Oberwasser gehabt, muss man durchaus so sagen. Ja, aber ich finde, in dem Interview ist er schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Also so, ja, ich könnte noch gewinnen, also möglich ist es auf jeden Fall. So selbstbewusst wie vor der ersten Map ist er auf jeden Fall nicht mehr gewesen. Definitiv nicht. Ich fand es auch ein bisschen interessant zu hören, ja, so groß war der Unterschied ja gar nicht. Also absolut, er hat das Early Game, hat er absolut dominiert, muss man sagen. Als das Mid-Game gestartet ist, ist das Spiel komplett gekippt zugunsten von Taker. Die ersten drei Windrider haben es einfach gerissen. Da waren zu wenig Sorceress, kein einziger Rifleman und der Beastmaster ist gefallen. Dadurch zu wenig Summonings. Das war ganz klar das Problem hier für Fire. Ja, ich sehe es auch ganz anders. Dass der Unterschied war für mich ziemlich riesig sogar. Fire hatte nie eine Chance ins Spiel zu kommen. Da wurde immer mit Hit and Run, mit wirklich gutem Hit and Run, einzelne Units gekickt und Fire sah da ziemlich alt aus. Ja, darf man nicht anders sagen. Wir machen weiter mit Secret Valley. Das ist die zweite Map, die wir spielen werden. Ich frage mal kurz, okay, ready heißt es bei uns. Und dann machen wir auch weiter mit der zweiten Map. Da sehen wir nochmal Fire und hinten Taker, die sich im Übrigen eigentlich ansonsten ganz gut verstehen. Also ist ja ganz anders, als wenn wir hier zum Beispiel Take gegen Davin im Spiel hätten. Take gegen Davin wäre natürlich ein vorbildliches Geflame auf beiden Seiten. Das kennen wir noch aus Berlin zum Beispiel. Aber die beiden, die haben eigentlich ganz, ganz gutes Verhältnis miteinander. Die verstehen sich gut. Die haben jetzt nicht irgendwie irgendwelche Animositäten oder sowas. Nö, glaube ich auch nicht, vor allem, weil die beiden ja auch mit die umgänglichsten Spieler sind, die wir überhaupt in der Pro-Series haben. Von Taker hört man nie irgendwelche badmannerten Sachen, oder wirklich sehr selten. Von Fire habe ich auch noch nie was in der Art gehört. Auf jeden Fall ganz andere Charaktere, als wir sonst hier schon gesehen haben. Definitiv. Schalten wir um ins Spiel. Secret Valley lautet die zweite Map und wir sehen hier in blauer Farbe erneut angetreten Taker. Was heißt erneut angetreten? Also dieses Mal ist er in blau angetreten und sein Gegenspieler diesmal in rot. Und das heißt Altar of Kings und Barracks. Map ja. Secret Valley ist vom Patch natürlich überhaupt nicht betroffen, da es keine Blizzard-Map ist. Für mich immer noch schwierig, obwohl die Map ja jetzt schon eine Zeit lang gespielt wird. Welche Rasse hat da Vorteile? Für wen ist sie stark? Ich halte sie tendenziell für einen Ork relativ gut, aufgrund der beiden Heal-Fountains, die für die Ork-Units mit den vielen Hitpoints eigentlich, egal auf welcher Map, stark sind. Ja, während wir hier die Anfangsphase im Spiel sehen, dürfen wir auch durchaus noch mal darauf hinweisen, dass es mittlerweile in der ISL auch noch andere wichtige Dinge gibt. Und zwar unter anderem ist dort die ISL WC3 Bundesliga aktiv. Und da gibt es im Moment die finale AOD gegen SK06 spielt da. Und die Anmeldung zur nächsten ISL Bundesliga in Warcraft 3 ist eröffnet. Also da werden mit Sicherheit einige auch unter den Besuchern sein, die da mitspielen, denke ich zumindest. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich hochkarätiges Teilnehmerfeld, was sich da zusammengefunden hat. Immer mal einen Blick wert. Und natürlich in der WC3L, dort geht es auch spannend weiter. Da bist du natürlich auch hochaktiv, denn wir wissen ja, mein Frogbender hier neben mir, der ist ja beim Team Mausports aktiv und betätigt sich da so ein bisschen als Team-Captain für die Warcraft 3-Spieler. Aber neben der Tatsache, dass du da glücklicherweise auch mal gewonnen hast in den letzten Tagen, gibt es da ansonsten alle Informationen auch auf der WC3L-Website zu lesen. Die ersten Scouts hier auf beiden Seiten, hier zunächst beim Spiel. Farseer erneut für Taker. Ich bin gespannt. Also ich glaube, er wird einfach genau die gleiche Strategie einsetzen. Tippe ich einfach mal drauf. Der wird da gar nichts ändern. Ja, ich glaube auch, dass er nichts ändern wird. Wieso sollte er auch? Ich meine, er hat wunderbar geklappt, die Strategie. Und
Er wird es, ich denke, in diesem Game auf jeden Fall nochmal so versuchen und dann, wenn es nicht klappen sollte, auf der dritten Map umstellen. Nun, diesmal harasst er nicht, sondern er creept auch zunächst mal direkt vor seiner Base. Obwohl hier der Abstand zu den Gegnern nicht besonders groß ist, er schnappt sich das Creep-Set direkt vor seiner Base. Das ist ganz harmlos, da gibt es auch nicht viel Experience. Fire dagegen, der schnappt sich hier die Murloc-Huntsmans und Murloc-Crawler. Dafür kassiert er hier ein bisschen was an Schaden mit seinen Footies. Die setzen nämlich hier Gift ein, diese Creeps. Slippers of Agilities gibt es hier für ihn. Und dann haben wir den Farseer auf dem Weg in Richtung Human Base endlich mit der ersten Experience. Da kommt er vielleicht ein bisschen schneller auf Level 2 und den wichtigen Chain Lightning. Ein einziger Grunty im Moment zu sehen, neben einem Schaf, was ihm noch im Weg steht. Und wir warten natürlich auf den zweiten Grunt. Tech läuft und eine Warmill. Ja, da horchen bei Taker immer viele Leute auf, wenn die Warmill in den Bau geht. Ich weiß nicht, was er da geplant hat. Zu Recht. Aber ich meine, so früh eine Warmill, da kann ich dir ganz genau sagen, was da geplant ist. Das kann gar nicht anders sein. Das wird auf jeden Fall, wenn der Tower zum Einsatz kommt, früher oder später. Die Warmill zu diesem Zeitpunkt ist nicht nur ungewöhnlich, die baut man einfach nicht, wenn man nicht vorhat, irgendwo ein paar Türmchen aufzubauen. Ja, da bin ich mal gespannt, wann hier die ersten Einheiten die Basis von Taker verlassen. Und here we go. Here we go. Da kommen sie auch schon und da bin ich gespannt, ob die entdeckt werden. Gucken wir mal kurz in die Base des Gegenspielers. Hier steht ein Arcane Tower. Der Tech wurde begonnen. Das ist der richtige Zeitpunkt jetzt hier für einen Tower Rush. Und da kommen auch bereits die Peons über die Map gelaufen. Es ist der Farseer Moment hinterher hinter dem Archmage und das Harassing klappt diesmal besser bei Taker. Zwar noch keine Einheit down hiervon. Fire, aber der ist in der Defensive und hat den Farseer noch überhaupt nicht geschwächt bis jetzt. Der Shop steht auch noch nicht. Wäre natürlich wichtig, jetzt auch noch den Shop mit abbrechen zu können, um hier die Heilung für den Human zunächst mal zu vermeiden. Da haben wir Level 2 noch in letzter Sekunde gesehen für den Human-Spieler. Der Farseer hat es noch nicht geschafft. Und wo sind die Peons? Hier kommt ein weiterer Grunt. Die Peons laufen außen rum. Schön gemacht jetzt hier von Taker. Der zieht den Human links raus in Richtung Westen und towert im Osten. Aus dem Osten kommen die Tower hereingeflogen und hier sind sie auch bereit. Das müsste Fire eigentlich sehen. Das müsste Fire eigentlich sehen. Zwei angeschlagene Footies laufen zurück und das Harassing läuft immer noch gut für Taker. Hier kommt Miliz raus. Die waren zu offensiv gebaut, die Tower. Die waren zu offensiv gebaut. Blacksmith. Ich denke auch, er hätte die ein bisschen defensiver bauen sollen. Zumindest den ersten oder den zweiten, damit er die danach davor setzen kann, die anderen Tower. Weil so konnte Fire sie sehen und mit Milizen einfach abbrechen. Ja, aber hier müsste jetzt eigentlich Taker noch abgreifen, denn hier ist noch keine Regeneration Scroll zum Einsatz gekommen. Drei angeschlagene Footies und Fire schickt seinen Footie in die falsche Richtung. Der erste Footie müsste sterben, müsste jede Sekunde sterben, stirbt noch nicht, ist jetzt endlich tot. Und da kommt auch der zweite direkt hinterher. Noch ein Footie, der jetzt hier gleich fallen müsste und fällt in der nächsten Sekunde. Ein Schuss noch, reicht das? Da kommt Taker nicht durch. Wird stattdessen Mana hier durch den Arcane Tower verbrannt. Also den hätte er noch haben müssen. Ja. Da hätte er eher nachsetzen müssen, denn der brauchte nur einen Schuss, dann wäre der down gewesen. Dafür kommt jetzt Second Hero Tower und Chieftain hinterher. Da ist das Spiel jetzt natürlich komplett gekippt. Also da weiß ich nicht, gerade bei Taker hätte ich mir das nicht erwartet. Also war ein fataler Fehler, muss ich sagen, für einen Tower Rush. Die in Reichweite zu bauen, das darf doch in einem Taker-Format eigentlich nicht passieren. Vor allem war klar, dass sie, wenn Fire die sehen kann, sofort abgebrochen werden, weil wenn Taker nicht in der Nähe der Tower steht, die aufgebaut werden, dann kann er sie auch gar nicht verteidigen, dann braucht Fire einfach 4-5 Milizen rausschicken und kann die ganze ohne Probleme abbrechen. Second Hero, bin ich gespannt, Beastmaster erneut, aber es sieht diesmal nicht nach einer Windrider-Strategie. Da kommt eine Spirit Lodge, das heißt genau der richtige Konter gegen diese zwei Heroes vom Human-Spieler. Nämlich ein schöner Purge und da ist auch schon der Tauron Chieftain. Der müsste jetzt hier gleich direkt den ersten Shockwave setzen gegen die angeschlagenen Footies. Einer zieht sich zurück, mit Defend aktiviert. Also der Hardfire versucht jetzt diesen typischen, das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo man mit Defend rübergeht, ein paar Burrows kickt, aber der Zeitpunkt ist schon zu spät. Einfach. Also ja, der Zeitpunkt ist auf jeden Fall zu spät. TC ist schon da und Taker war einfach zu nah dran an der Base. Wenn der Ork einem im Nacken sitzt, dann kann man das eigentlich abhaken. Da fallen einfach zu schnell zu viele Footies mit Chain Lightning und mit Shockwave. Und das sieht mir auch jetzt hier richtig gut aus für Taker. Er hat einige Einheiten mit dabei und da gibt es womöglich den ersten Surround gegen den Beastmaster. Und kommt der nochmal raus? Kommt nicht raus. Schönes Ding. Beastmaster Level 1 verabschiedet sich, aber vorher fällt hier möglicherweise, und der Farseer auch, der teleportiert sich raus. Das war ein knappes Ding. Ja, gut gemacht von Taker. Im Recht, ja, und da haben wir doch einen Tower noch gefunden.
Da gibt es verhaltenen Applaus bis jetzt. Der ist auch relativ dezent platziert. Ja? Einfach mal locker weg in die Landschaft gesetzt, mal gucken, was passiert. Ja, da kommt noch einer dazu. Relativ aber offensiv. Zwei Arcanes übrigens wieder beim Human. Der Tower bringt es jetzt auch nicht so richtig. Das muss Fire eigentlich sehen. Ja, und kann es dann abbrechen. Das verstehe ich jetzt nicht. Also keine Milli. Jetzt muss er es gesehen haben. Und jetzt wird der andere Tower natürlich auch abgehoben, weil Taker ist zu weit weg. Da kann er jetzt nicht viel gegen machen, dass Fire den anderen Tower auch einfach abbricht. Aber es kostet natürlich Fire jetzt hier einiges an Zeit. Der Tower wird abgebrochen, angeschlagene Einheiten hier bei Fire, die sollte Taker jetzt auch angreifen. Fire taut sich noch nicht recht rein hier. Noch nicht recht ran an den Tower. Jetzt kommen sie mit Defend ran. Das ist natürlich das richtige Gegenmittel, aber währenddessen kann jetzt hier Taker bequem creepen, wird seinen TC auf Level 2 bringen. Und das ist natürlich die Experience, die fehlt an dem Human-Spieler. Ja, schön gemacht von Taker, hat alle Healing-Saves abgebrochen mit dem Tower. Und der erste Spirit Walker mit dabei. Und das ist eigentlich eine perfekte Aufstellung gegen die gegnerischen Einheiten. Er hat dann wahrscheinlich gleich kommen noch ein paar Schamanen hinterher, denke ich mal. Er bleibt nur bei Spirit Walkern. Also er könnte natürlich die gegnerischen Summonings perfekt wegpurgen und gleichzeitig dann den Slow von den Sorceress, denn hier wird gleich wieder Mass Caster gespielt von Fire. Einfach dispellen, das ist die absolut richtige Strategie hier an dieser Stelle. Ja, ich bin gespannt, wie sehr sich der Patch auf diese Spirit Walker ausgewirkt hat. Ob sie jetzt wirklich so stark sind. Ich denke auch, dass es eine gute Idee ist, gerade gegen das Slow mit dem Area of Effect Dispel. Also Dispel ja ein größeres Gebiet. Upsa, Vorsicht hier mit dem Farseer, der läuft ein bisschen verträumt hier durch die Gegend. Zum Glück ist die Sorceress noch nicht in Reichweite. Währenddessen wird hier noch gecreept mit dem Thorn Chieftain und eine Expansion aufgezogen von Taker. Ring of Protection wird gefunden. Währenddessen macht er sich hier in Richtung Base vom Ork unterwegs auf die Reise. Da wird der Farseer geslowt und er hat kein Town Portal dabei. Farseer ohne Town Portal und das ist die dritte Sorceress mit dabei. Das muss ein Surround sein. Jetzt kommen endlich und da wird dispelled. Schön gemacht hier. Rechtzeitig sind hier die Einheiten von Taker zur Stelle. Aber wir sehen, die Spiritwalker ziehen hier ein bisschen mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ja, der war schon im unteren roten Bereich. Schöne Shockwave kam hier reingeflogen und alle Einheiten vom Human angeschlagen. Der Archmage ebenfalls angeschlagen, kommt dann nochmal eine Shockwave hinterher. Kommt geflogen, da sind zwei Sorceress down und der Archmage muss seinen Townport jede Sekunde nutzen. Wo bleibt der Chain Lightning? Da muss jede Sekunde Chain Lightning kommen, nicht genügend Mana im Moment, aber das ist gleich soweit. Warum kein Townportal? Mein Gott, was für ein Risiko geht der hier ein? Da kommt die nächste Shockwave hinterher geflogen und jetzt muss der Chain Lightning kommen. Und er castet Wölfe anstattdessen, also das hätte auch eine Chainlightning werden können. Na, damit hätte er den Archmage kicken können, aber er kickt alle Units von Fire. Da ist fast nichts mehr über. Ein Priest und eine Sorceress, noch ein fast toter Archmage. Und deswegen sehen wir jetzt auch die Miliz mit rauskommen hier vom in Rot spielenden Feuer. Und der hat das erste Katapult hier, Taker, mit dabei. Also das sieht wirklich gut aus für Taker. Seine Expansion wird auch durchkommen. Die ist zwar jetzt gescoutet worden, aber was will der Human da entgegensetzen? Mit dem Katapult werden hier seine Milizen weggerippt und die Peasants müssen zurücklaufen in langsamer Geschwindigkeit, sind zurückverwandelt worden zu Peasants von den Milizen her. Die drei Caster, die hier noch mit rumlaufen, werden wahrscheinlich gleich hier von der nächsten Shockwave getroffen. 109 Mana wieder für den Torrent Chieftain. Und da lässt Taker nicht locker nochmal ein Chain Lightning rein. Und der Human spielt heilt sich nochmal hier mit seinen Priests. Drei Priests mittlerweile. Aber was will er gegen so viele Grunts machen? Da ist doch kein Blocker mit dabei. Ein Water Elemental sehe ich hier. Und das war's aber auch schon. Und da kommt auch schon der erste Disenchant eingeschlagen gegen die Caster. Und wo bleibt die Shockwave? Hat er eben eingesetzt. Kein Mana mehr. Nochmal Chain Lightning. Vielleicht auch nicht genügend Mana für den Farseer. Also hier schafft es Fire noch irgendwie seine Einheiten zu retten. Aber da ist kein Melee dabei. Das kann nicht funktionieren nur mit den Castern. Gegen den Disenchant auf der anderen Seite. Ja, die Footmen sind alle gefallen. Hat auch gar keinen irgendwie versucht rauszuziehen gegen Chain Lightning und Shockwave von Taker clever eingesetzt mit einem guten Timing. Gegen die Caster hat er dann auch noch einen Cutter und die Spirit Walker bewähren sich. Also er kann eigentlich immer alle Summonings ausschalten und dazu den Slow ebenfalls gut dispelt. Also was mir ganz besonders stört, ist einfach, dass Fire hier überhaupt keine Kreativität an den Tag legt. Ich meine, er sieht doch, dass seine Strategie absolut nutzlos und absolut ineffektiv ist gegen die gegnerische Armee. Jetzt steht ja auch gleich die Expansion und so müsste er doch zumindest seine Einheit umstellen. Jetzt mit Scroll of Protection geht Taker in die Offensive, behakt hier zunächst mal den Beastmaster, der im Übrigen immer noch Level 1 ist. Jetzt geht's auf die Caster hier. Alles ist geslowt auf Seiten von Taker. Im Moment keine Mana für die Spirit Walker. Doch, hier ist genügend Mana. Kein Disenchant bis jetzt zu sehen. Obwohl alles geslowt ist, das wundert mich etwas. Da vergisst er auch noch die wichtigen Skills der Spirit Walker zu nutzen. Level 4 Tauren schiebt er, das ist der Second Hero, während der Beastmaster noch auf Level 1 ist. Ja, und der Archmage nur Level 2.
Und da flüchtet der Beastmaster, die Caster sind über die andere Seite gelaufen, also das verschafft jetzt nochmal etwas Zeit hier für Fire. Aber, wie gesagt, ohne die wichtigen Melee-Units wird hier nichts mehr gehen gegen den gegnerischen Spieler. Und da kommt der Surround gegen den Beastmaster, mein Gott, was für ein dummer Fehler. Ja, das war's für den Beastmaster Level 2. Und ich würde fast sagen... Ja, die Zeit läuft eher gegen Fire, weil Taker hat die Expansion. Ich meine, Fire wird... Taker wird immer stärker von jetzt, von Minute zu Minute und... Ja, was will Fire dagegen noch machen? Ja, gar nichts. Hier wird disenchanted und da ist bereits das erste Water Elemental down. Nur noch Caster. Nur noch Caster. Ich würde sagen, jetzt zieh deine Miliz raus. Das macht er auch. Da kommen drei Milizen raus. Da ist ja sonst dann kaum noch was an Milizen übrig. Und die Caster heilen sich zwar immer wieder gegenseitig, aber wenn hier gleich noch ein zweites Katapult mit dazu kommt, ein zweiter Demolisher, dann wird's ganz, ganz böse enden. Und im Moment Taker mit 750 Gold. Er produziert komischerweise kaum nach. Da ist er ein bisschen nachlässig gewesen. Und da kommt auch schon der zweite Demolisher. Das müsste jetzt reichen. Und zwei Spellbreaker. Das war die richtige Entscheidung. Endlich etwas in der ersten Reihe mit dabei. Na, da braucht er aber deutlich mehr von, weil die Überlegenheit ist schon so groß auf der Melee-Seite von Taker. Mit dem Level 4 Tauren Chieftain, mit den Grunts. Die Priests sind auf Adept Rank, die Sorceress auf Initiate Rank. Immer wieder Dispel hier, jetzt gegen die Wölfe. Und das heißt Level 3 für den Archmage. Wieder Miliz raus. Das sind zwei Grunts auf der anderen Seite und die Katapulte. Und diesmal zwei schöne Treffer hier von den Katapulten. Jetzt wird auch noch der Spirit Link eingesetzt hier von den Spirit Walkern. Ein Spirit Walker fällt hier gegen die gegnerischen Einheiten. Also man sieht, dass Taker hier auch experimentiert mit diesen Einheiten, mit den Spirit Walkern. Da hat er offensichtlich noch nicht allzu viel mitgespielt. Und jetzt fallen hier wieder zwei Spirit Walker. Also es scheint so, als könnte doch hier noch irgendwie etwas. Aber jetzt alle Caster im roten Bereich. Erste Sorceress fällt und da muss er sie zurückziehen. Jetzt wird es langsam eng hier, denn die Heroes vom Ork sind noch gut aufgestellt. Level 4, Level 3, das ist ein bisschen zu viel. Wo bleibt der Beastmaster? Der kommt jetzt wieder mit hinzu, ein bisschen zu spät. Hier fallen gleich zwei Spellbreaker. Alle Caster im roten Bereich werden zurückgezogen, müssen weiter außer Reichweite gebracht werden von den Katapulten. Katapult erfolgreich zurückgezogen, nochmal auf die Caster. Pass auf, Junge, sonst verlierst du ja alles auf einmal. Das Katapult rückt vor, nochmal Treffer, aber noch nicht versenkt. Da müsste gleich der nächste Schuss kommen. Wo bleibt der Beastmaster? Wo bleibt der Beastmaster? Oh nein, er hat seinen Beastmaster mitten in seinen eigenen Gebäuden revived. Kommt dort nicht raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da müsste er zumindest sein Town Portal sich jetzt kaufen, aber er hat keine Kohle auf seinem Konto. Also das läuft natürlich jetzt extrem schlecht hier für den Human-Spieler, der jetzt ohne Second Hero spielen muss und da oben hilflos mit seinem Beastmaster steht. Jetzt wird ja auch noch der Archmage in die Zange genommen. Die weitere Caster fallen hier. Ein einziges Katapult mit zwei Hitpoints geht down. Aber ich denke, da muss sich Taker nochmal zurückziehen. Der Human hat das gerade noch so halten können. Ja, zu spät, wann Taker sich zurückgezogen hat, hätte sich eher zurückziehen sollen, eher heilen sollen. Da oben ist ein Fountain of Hells. Da hätte er einfach eher hingehen sollen. Er hat da zu viel riskiert, meiner Meinung nach. Na gut, also er hat jetzt 1300 Gold auf dem Konto. Hier sind drei Beast Cherries. Also ich glaube nicht, dass er das noch verlieren kann. Aber hätte man besser machen können an der Stelle. Und man hat ganz klar gesehen, dass Taker da ein bisschen experimentiert hat. Fire sehr nervös, das sehen wir hier. Merkt jetzt endlich, dass sein Beastmaster sich selber einzementiert hat. Ja, das merkt er jetzt wohlgemerkt. Ja, im Kampf hat er sich um andere Dinge zu kümmern und jetzt sieht Taker das auch und wird wahrscheinlich schmunzeln. Ja, ein Löll kommt da als Kommentar. Ja, berechtigt. Level 4 Archmage. Ja, aber die Expansion auf der anderen Seite arbeitet natürlich ganz, ganz klar gegen den Human. Der hat jetzt außer seinen zwei Sorceress und seinen zwei Heroes wieder nichts gegen Air-Units. Und das sind bei Taker 56 Versorgungen, für den Human 46. Und die Goldmine von ihm gibt noch 3200 Gold her. Kaum Holzworker im Moment, aber er hat auch genügend Holz, aber er muss expandieren. Jetzt versucht er hier Go zu machen auf die Expansion, das kann nicht funktionieren mit dieser Einheiten-Kombo. Währenddessen wird gecreept hier von Taker, der will seinen Torrent Chieftain auf Level 5 bringen. Ja, dann die Level 3 Shockwave in die Caster, wird natürlich verheeren. Ja, erste Tower geht down. Ja, das klappt ja doch noch ganz gut. Ich habe das hier eben so ein bisschen albern abgetan, aber das geht doch noch auf hier die Rechnung. Ich meine, er wird die Expansion nicht kicken können, aber er bekommt hier sämtliche Peasants down, sämtliche Peens. Jetzt kommt der Go. Level 4 und Level 5 der TC, bewaffnet mit zwei Healing Scrolls, mit einer Scroll of Protection, mit einer Scroll of the Beast und einer Potion of Lesser Invulnerability. Also bitte, da kann nichts mehr schief gehen. Kommt jetzt hier rein, da kann sich Fire nur noch zurückziehen. Erster Focus Fire sofort hier eingesetzt, wieder die Spirit Wolves kommen hinterher, hinter den Castern, aber er traut sich noch nicht so recht. 69 Versorgung jetzt hier für den Ork. Ein Damage-Upgrade hier für die Windrider.
Und jetzt nochmal nach vorne. Fire schmeißt sich in den Kampf rein, ohne Scrolls. Ein einziger Town Portal. Scroll of Protection eingesetzt jetzt hier von Taker. Geht direkt auf die Summonings. Erste Shockwave kommt in die Caster geflogen. 48 Versorgung noch für Fire.de. Und der castet jetzt seine eigenen Sorceress Invisible. Aber damit ist überhaupt nichts mehr im Kampf hier von ihm. Und da geht's auf den Archmage. Der muss den Town Portal nutzen. Muss ihn nutzen. Nutzt ihn nicht. Warum nutzt er den Town Portal nicht? Er wird sterben. Er castet sich Invisible in letzter Sekunde und bleibt im Kampf. Aber mein Gott, also er kann nur verlieren in diesem Kampf. Das ist ein Level 2 Beastmaster. Der kämpft hier gegen jede Menge. Ja, und der Archmage. Und Archmage ist gefallen. Ein Good Game. Und das ist ein 2:0 von Taker, der sich hier überraschend durchsetzt. Also, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, mein lieber Frog. Nee, ich auch nicht. Aber Taker hat für mich überraschend stark gespielt. Ich will nicht sagen, Fire überraschend schwach. Er hat immer gut angefangen auf beiden Maps, aber Taker, Hut ab. Ja, absolut. Also dafür, dass er auch mit den Spiritwalkern jetzt so ein bisschen was rumexperimentiert hat. Auch er hat ja vorher gesagt, ich probiere das mal aus. Man hat gesehen, er war nicht ganz so routiniert im Umgang mit diesen Einheiten. Respekt vor Taker. Und wen haben wir gleich im Nachinterview? Ich glaube, wir nehmen uns den Taker einfach nochmal. Insofern, kleine Pause und gleich Taker im Nachinterview. Dann geht's weiter mit dem Main Raffle und natürlich Counter-Strike, liebe Zuschauer. Taker, so ganz so einfach hast du dir das gar nicht vorgestellt, würde ich sagen.
So ganz so leicht, meine ich. Sorry, natürlich. Ja, genau. Bin ich ein bisschen leichter Versprecher hier. Was da los gewesen? Was ist mit Feier los gewesen vor allem? Ja, Feier scheint offline nicht ganz so stark zu sein wie online. Hat man auch bei der WCG-Qualifikation gesehen, bei der, glaube ich, noch Vierter oder Fünfter wurde von 6 guten Spielern. Und ich habe mich halt für eine ungewöhnliche Strategie entschieden, weil ich gedacht habe, das ist meine einzige Chance, dass ich irgendwas spiele, was er nicht erwartet und dass ich ihn überrasche und er vor allem noch offline hier irgendwie die Nerven verliert, und hat ganz gut geklappt. Ja, ungewöhnliche Strategie, Tower auf dieser Map, ist ja jetzt nicht ungewöhnlich für dich, aber wieso hast du so schlecht getowert, muss man ja zunächst mal fragen. Nee, das war doch nur Ablenkung. Das war tatsächlich auch von Anfang an nur Ablenkung. Das glaube ich dir doch nicht. Ja, damit ich die Echse frei creepen konnte, weil sonst kommt er direkt zu meiner Echse. Und deswegen direkt in Sichtweite gebaut, auch die ersten 2 Tower? Eigentlich sollten sie schon außer Sichtweite, ja, aber ich habe die Kaserne vorher nicht gesehen, von daher. Bist ein bisschen dumm gelaufen. Aber trotzdem, nachher hast du ihn gut unter Druck setzen können. Die Spirit Walker haben anfangs gut funktioniert. Zum Schluss sind sie ein bisschen gekippt, da er genügend Spellbreaker mit dabei hatte. Die Demolisher haben es natürlich noch mitgerissen, aber dann hast du genügend Kohle durch die Expansion, um umzusteigen auf Wind Rider. Und dann war das Spiel schon gelaufen. Aber vor allem hast du immer wieder den Beastmaster unter Druck gesetzt. Ja, das ist das Wichtigste in dem Matchup, dass du, wenn der Human Tier 2 wird und Beastmaster holt, und der macht dann immer Go Orc Main und versucht die Tier 2 Gebäude von dem Ork zu killen, und wenn du das irgendwie verhindern kannst, dann sieht's ganz gut aus. Ja, das war ja ein ziemlich, wie würde man sagen, armseliger Versuch von Fire. Der kam dann einmal mit Defend Footies an, die waren im halben roten Bereich, hatte seinen Second Hero dabei, aber du hattest auch schon den TC zu der Zeit, das war ganz klar zu spät schon im Spiel, und da hat er anfangs Zeit verschwendet, und deine Tower haben eigentlich genau das erreicht, was sie erreichen sollten, nämlich diese Zeit zu schinden im Prinzip. Ja, wenn die Echse dann erstmal eine Zeit lang läuft, dann ist es ziemlich sicher, wenn. Was denkst du jetzt für die laufende Saison? Ändert das jetzt was an deinen Plänen, dieser überraschende Sieg heute? Ja, es gibt auf jeden Fall nochmal Motivation, und wer weiß, vielleicht schaffe ich es noch auf die Finals. Ich muss noch gegen Spell oder Darwin gewinnen, und wenn ich gegen die restlichen keinen Ausrutscher mir leiste, dann könnte ich es eigentlich noch schaffen. Ja, wir drücken die Daumen. Großen Applaus noch von unserem Publikum für Christopher Heil vom Team MTW. Und ja, man merkt es, man hört es. Das ist deine Homebase. Ich hoffe, wir sehen dich wieder in Frankfurt. Wir sehen uns gleich wieder mit Counter-Strike, liebe Zuschauer. Bis gleich. Thank you.